zum vorliegenden Gesetzentwurf meiner Fraktion, zu dem Antrag, den wir jetzt behandeln, verglichen mit der jahrzehntelangen Debatte zur Bedeutung des 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, ist der vorliegende Gesetzentwurf eher sporadisch. Und es hat auch verglichen mit dem Gesetzentwurf viele, viele Jahrzehnte gedauert, bevor in der politischen Debatte in der alten Bundesrepublik vom 8. Mai als dem Jahrestag der Befreiung gesprochen wurde. Es war im Jahr 1985, als auf einer Gedenkstunde im Bundestag der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner Rede zu eben diesem 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft den 8. Mai, ich zitiere, als Tag der Befreiung von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bezeichnete. Es war eine bemerkenswerte Rede, die auch die politische Debatte hier im Landtag Mecklenburg-Vorpommern zu dieser Thematik durchaus befruchtete. Es war Bundeskanzler Gerhard Schröder, der am 8. Mai 2000 sagte, ich zitiere wiederum, niemand bestreitet heute mehr ernsthaft, dass der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung gewesen ist, der Befreiung von nationalsozialistischer Herrschaft, von Völkermord und dem Grauen des Krieges, Zitat Ende. Es war die Zeit 1999 und 2000 eben, als auch Bundeskanzler Gerhard Schröder diese Aussage traf, als hier im Landtag über die Novelle des Sonnenfeiertagsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen worden ist. Ich habe nochmal in den Plenarprotokollen der damaligen dritten Legislaturperiode nachgeschaut und an der einen oder anderen Stelle muss man wirklich sagen, dass der eine oder andere Redner, vor allen Dingen aus der damaligen Opposition, die bemerkenswerten Erkenntnisse von Richard von Weizsäcker und auch von Gerhard Schröder nicht verstanden und nicht geteilt hat. Das waren sehr emotionsgeladene Diskussionen. Ich bin ein Stück weit froh, dass ich damals unter den rot-roten Regierungsbedingungen mitwirken konnte, das Sonn- und Feiertagsgesetz hier in Mecklenburg-Vorpommern zu ändern und den 8. Mai als Gedenktag in das Sonn- und Feiertagsgesetz aufzunehmen. Mecklenburg-Vorpommern war damals das erste Bundesland, das den 8. Mai in dieser Art und Weise in das Sonn- und Feiertagsgesetz aufgenommen hat, als Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Und ich will auch in Erinnerung rufen, dass es selbst um die Bezeichnung dieses Gedenktages es erhebliche Debatten und Auseinandersetzungen hier im Parlament gegeben hat. Aber ich glaube, die Bezeichnung, wie sie für den jetzigen Landesgedenktag gefunden hat, ist eine gute Bezeichnung, weil ja alle Facetten dieses bedeutenden Tages berührt. Wenn man sich die 20-jährige Geschichte aber anschaut dieses Jahrestages, so muss man leider feststellen, dass dieser Landesgedenktag, obwohl er Bestandteil des Sonn- und Feiertagsgesetzes in unserem Land ist, noch nicht in allen Bereichen des öffentlichen Lebens Eingang gefunden hat. Es ist für mich immer problematisch, wenn ich höre, dass zum Beispiel auch an diesem 8. Mai noch Kreistagssitzungen stattfinden. Es ist für mich immer noch nicht nachvollziehbar, dass wir es nicht geschafft haben, egal unter welcher Regierungskonstellation, den 8. Mai in die Flaggenverordnung des Landes aufzunehmen, dass am 8. Mai, dem Gedenktag, nämlich genauso halbmast geflaggt wird wie am Volkstrauertag. Das sind alles Dinge, wo ich spüre, dass wir im Bewusstsein, im Umgang mit diesem Jahrestag noch nicht am Ende angekommen sind. Nun kommt die Linksfraktion daher, wie der eine oder andere Kollege aus der CDU-Fraktion meint, sehr beliebig und schlägt mir schon wieder einen neuen Feiertag vor, weil uns ja nichts anderes einfällt, mal ist der Kindertag, mal ist es der 8. März, heute eben der Tag der Befreiung. Ich will hier nur sagen, liebe Kollege Ehlers, der Internationale Frauentag, den als Feiertag einzuführen, das ist keine Idee der Linksfraktion. Ja, man muss schon immer schön trennen, ne? Auch in der Kritik untereinander. Muss man schön trennen, lieber Kollege. Und es war die Bundesvorsitzende der SPD, die voller Euphorie die Bundesländer aufgefordert hat, dem Beispiel des Landes Berlin zu folgen, den Internationalen Frauentag als gesetzlichen Feiertag auf Länderebene einzuführen. Ich habe dazu nachgefragt, wie die Haltung hier in Mecklenburg-Vorpommern ist. Die Antwort ist vorgestern eingetrudelt. Man teilt mir dort mit, dass ja für die Änderung des Feiertagsgesetzes der Landesgesetzgeber zuständig ist.
Das hätte ich nicht vermutet. Schönen Dank, dass Sie mir das nochmal aufgeschrieben haben in der Antwort auf meine Anfrage. Und im Übrigen lässt sich aus der Antwort erkennen, es gäbe keine gesellschaftliche Mehrheit für die Einführung eines solchen Feiertages, Internationaler Frauentag. Allerdings fehlt der Beleg dafür, wo Sie die Erkenntnis hernehmen, dass es dafür keine gesellschaftliche Mehrheit gibt. Aber das nur sozusagen als Ausflug. Weil es uns eben nicht darum geht, beliebig mit Feiertagen umzugehen. Und mit dem heutigen Gesetz, was wir Ihnen vorschlagen, geht es auch nicht darum, den 8. Mai als dauerhaften Feiertag hier im Land einzuführen. Wir wollen den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges nutzen, um ihn im Jahr 2020 einmalig als Feiertag zu begehen. Wir folgen damit dem Land Berlin, welches diese Regelung vor kurzem eingeführt hat. Insofern können wir an dieser Stelle auch einmal von anderen Bundesländern lernen. Und es erschließt sich mir eigentlich an keiner Stelle ein triftiger Grund, warum wir dieses als einmaligen Feiertag nicht nutzen sollten, zumal es in der Bundesrepublik in der jüngsten Vergangenheit ja durchaus Beispiele gab, dass man besondere Tage, besondere Anlässe dazu nutzt, einmalige Feiertage einzuführen. Ich erinnere hier an die Regelung, dass der Reformationstag jüngst in den Bundesländern, wo er nicht Feiertag ist, so wie bei uns, aus dem Anlass des Jubiläums zum einmaligen Feiertag erklärt worden ist. Also es gibt keinen Ausschlussgrund, dieses nicht zu machen. Aber viel wichtiger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mir dann doch der inhaltliche Hintergrund für einen solchen Vorschlag. Und ich möchte daher an dieser Stelle ganz gern nochmal aus der Plenardebatte vom 17. Oktober 2001 zitieren. Und ich zitiere hier den von mir geschätzten ehemaligen Kollegen Siegfried Friese aus der SPD-Fraktion. Er sagte, ich zitiere, der Innenausschuss hat auf Antrag von PDS und SPD den 8. Mai als Gedenk- und Trauertag für Mecklenburg-Vorpommern in den Gesetzentwurf eingeführt. Diese in der Bundesrepublik neue Regelung soll dem Anliegen dienen, am 8. Mai der Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur angemessen zu gedenken, aber auch der Beendigung des Zweiten Weltkrieges und so des damit einhergehenden Endes des Genozids an den Juden Europas und anderen Minderheiten. Dieser Tag wird künftig ein Gedenktag sein und kein arbeitsfreier Tag. Mit der Aufnahme des 8. Mai in unseren neuen Kalender sollen diese historischen Daten im öffentlichen Bewusstsein wachgehalten werden. Und so Friese weiter, meine Damen und Herren. Ich sage abschließend an die zahlreichen Verfassungspatrioten in diesem Hause, zu denen ich mich auch zähle. Der 8. Mai 1945 machte erst den 8. Mai 1949 möglich. 4 Jahre nach Kriegsende 1949 am 8. Mai beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Darum sage ich für die SPD, den 8. Mai künftig als Gedenktag in Mecklenburg-Vorpommern zu gehen, ist gut begründet und setzt einen neuen Akzent im Gedenktagekalender der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist auch gut so. Das war unsere inhaltliche gemeinsame Basis 2001, als wir den Gedenktag eingeführt haben. Und ich denke, auf dieser inhaltlichen gemeinsamen Basis sollten wir uns auch bewegen können, wenn es darum geht, den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges als einmaligen Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern auszurufen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und anschließend an die Kollegin Friemann-Jennert in der Debatte zum Kita-Gesetz, als sie uns gebeten hat, doch so nett zu sein, den Gesetzentwurf zu überweisen, will ich sagen, solche Aufforderungen bedarf es an uns nicht, weil für uns gehört es zu einem demokratischen Grundprinzip, zu 99,9%, Gesetzentwürfe in die Ausschüsse zu überweisen. Und ich bitte vor allen Dingen die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen, in diesem demokratischen Grundprinzip zu folgen und auch unseren Gesetzentwurf heute einer weiteren Beratung in den Ausschüssen zu unterziehen. Herzlichen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich zunächst für die gute Debatte bedanken, die, glaube ich, dem Anliegen und dem Hintergrund unseres Antrages durchaus gerecht geworden ist. Und ja, Sie haben recht, wir haben in der Problembeschreibung und in der Beschreibung der Alternativen das unscharf formuliert, Befreiung vom Hitlerfaschismus, Beendigung des Zweiten Weltkrieges im Gesetzestext dann richtig. Das nehme ich als Kritikpunkt an, wenn man sozusagen hier dann parlamentarisch arbeitet, dann müssen wir dann auch dann an der entsprechenden Stelle dann sauber bleiben. Das will ich gern anerkennen. Was ich wieder nicht verstehe, dass aufgrund der vielen gestellten Fragen eigentlich von allen Fraktionen, die hier aufgeworfen worden sind,
Sie sich einer weiteren Behandlung des Gesetzentwurfs im Ausschuss verweigern, dass man nämlich dort die Fragen miteinander diskutieren kann und dann auch dort zu gemeinsamen Erkenntnissen kommt. Das ist eigentlich der parlamentarische Verlauf. Und da kann man ja davon ausgehen, oder auch ich kann davon ausgehen, dass im Ergebnis einer Debatte, meinethalben im Rechtsausschuss, die Mehrheit zur Überzeugung kommt, nein, der vorgelegte Gesetzentwurf der Linksfraktion ist nicht geeignet, beschlossen zu werden. Dann ruft man das in der zweiten Lesung auf und dann beschließt die Mehrheit wiederum. Das kann man machen, das erwarte ich von einem Parlament. Und insofern finde ich trotz der Sachlichkeit in der Debatte das eine oder andere Argument als vorgeschoben. Ich kann ja nicht dafür, dass das Gesetz heißt Gesetz Sonn- und Feiertagsgesetz. Das Gesetz heißt nicht Sonn- und Trauertagsgesetz. Da stelle ich mal jetzt so die Frage, was feiern wir denn am Karfreitag? Was feiern wir am Ostermontag? Was feiern wir Christi Himmelfahrt? Das sind keine Feiertage. Das sind für die Menschen, die mit diesem Thema etwas verbinden, Gedenktage, Trauertage, Tage des Innehaltens. Nicht umsonst, ja gut, wenn wir dann mal Herrntag dann mit Himmelfahrt verwechseln, aber laut Gesetzentwurf ist, Professor Weber, laut Gesetzentwurf heißt es, gesetzliche Feiertage sind Karfreitag, Ostermontag. Der 1. Mai, Christi Himmelfahrt, der Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit. Also man kann das ja hier auflisten. Also was feiern wir an diesen Tagen? Sich deshalb an der Begrifflichkeit festzumachen, wir feiern am 8. Mai nicht, das halte ich für an den Haaren herbeigezogen. Weil es gibt in den Paragraphen 3 bis 6 Schutzvorschriften und Ausschlussgründe, was an diesen im Gesetzentwurf sogenannten Feiertagen nicht stattzufinden hat. Warum kann man das, stelle ich die Frage, nicht auf einen Feiertag 8. Mai, auf einen einmaligen Feiertag 8. Mai genauso anwenden? Diese Erklärung sind Sie mir bislang schuldig geblieben. Und indem Sie sich verweigern, diesen Gesetzentwurf in die Ausschüsse zu überweisen, bleiben Sie der Erklärung weiterhin schuldig. Das finde ich unfair. Das finde ich unfair und das finde ich dem Thema nicht angemessen. Einen Grund herbeizuziehen und sagen, für uns ist der 8. Mai kein Feiertag, deswegen lehnen wir das ab, weil wir da nicht feiern wollen. Jeder hat seine Bezugspunkte zu diesem Tag. Und da braucht man mir, der ich aus dem Bereich Demin komme, der ich an unzähligen Diskussionen teilgenommen habe, zu den schrecklichen Ereignissen am Kriegsende in den Minen, sozusagen keine Belehrungen hier vorgeben, dass man darüber nachdenken müsse. Nein, das haben wir die ganzen Jahre getan, das haben wir in vielen Veranstaltungen getan, wir haben uns vor allen Dingen in den Minen mit diesen schrecklichen Ereignissen am Kriegsende auseinandergesetzt. Wenn man über Deserteure redet, die dann nach Kriegsende einer anderen Behandlung zugezogen wurden, dann muss man über die Deserteure der Wehrmacht reden, die noch kurz vor Kriegsende in Antlam verurteilt und erschossen worden sind. Ich empfehle allen mal einen Besuch im Friedenszentrum in Antlam, um dort mal zu sehen, was vor Kriegsende mit Deserteuren der Wehrmacht geschehen ist. Der 8. Mai ist also ein Tag, der Anlass bietet, um genau über all das nachzudenken. Nicht zu feiern, ich sage nochmal, dass das Gesetz so heißt, liegt nicht an mir. Feiertagsgesetz. Und deswegen finde ich es schade, dass das als Begründung genommen wird. Und natürlich Flucht und Vertreibung, das gehört zur deutschen Geschichte in der Auseinandersetzung mit dazu. Man darf aber an der Stelle nicht vergessen, dass Flucht und Vertreibung ihren Ausgangspunkt in dem von Hitler Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg hatten. Das darf man dann an der Stelle auch nicht trennen. Und fast jeder von uns hat auch in seiner Familie solche Bezugspunkte. Mein Vater ist in Danzig geboren. Meine Großmutter ist mit seiner jüngsten Schwester über die Ostsee, über Dänemark geflohen vor der heranrückenden Roten Armee. Mein Vater war zu der Zeit schon in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Sein älterer Bruder in englischer Kriegsgefangenschaft. Wir haben doch alle in unseren Familien solche Bezugspunkte. Und ich denke, ein solcher Tag, den wir dann auch als Parlament einmalig zu einem Feiertag im Sinne des Gesetzes erklären, kann auch Anlass bieten, in unseren Familien, in unseren Bekanntenkreis über diese Fragen miteinander zu diskutieren. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es gäbe genug Anlass. Im Ausschuss, im Rechtsausschuss über den von uns vorgelegten Gesetzentwurf zu diskutieren und auch darüber nachzudenken, wie wir gemeinsam den 75. Jahrestag gestalten können. Ich nehme es ja wohl auch erfreut zur Kenntnis, dass es Vorschläge gibt, auch aus der AfD-Fraktion, von der CDU-Fraktion ist das aufgegriffen worden, dass, wenn es denn sozusagen mit unserem Gesetzentwurf scheitert, wovon ich ja leider ausgehen muss, wir aber trotzdem darüber nachdenken, den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges in würdiger Form auch hier im Landtag zu begehen.
Wir haben jetzt eine spannende Diskussion hinter uns, wie wir die Wendeereignisse gemeinsam würdig miteinander gestalten. Da haben wir gemerkt, ist vieles mit der heißen Nadel gestrickt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, diesen 75. Jahrestag miteinander vorzubereiten. Wenn das denn der Minimalkonsens sein kann, wenn Sie unseren Gesetzentwurf ablehnen, dann wäre schon ein Stück weit zufrieden. Dann sollten wir uns aber jetzt gemeinsam an die Arbeit machen und auch vielleicht dieses Projekt schon jetzt in die Hände der Landeszentrale für politische Bildung geben, damit man uns zu einem rechtzeitigen Zeitpunkt die Vorschläge auf den Tisch legt, wie wir mit diesem historischen Datum umgehen. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Ich bitte um die Überweisung unseres Gesetzentwurfs in den Rechtsausschuss, nicht nur aus formalen Gründen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen, damit wir dort Gelegenheit haben, gemeinsam uns eine Position zu erarbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.